Das Wellenrippenlochmuster, das ich dir heute zeige, ist ein historisches Muster. Ich habe es ein bisschen abgewandelt und ich zeige es dir hier einmal, wie du es in Reihen streckst, danach wie du es so ähnlich als Reversi-Muster streckst, und es gibt dann auch noch ein Video für eine Mütze, die nenne ich Mütze Hyazinthe. Und da zeige ich dir, wie du dieses Muster in Runden streckst. Du benötigst für Reihen und für das Reversi-Muster eine Maschenzahl teilbar durch 12 plus eine Masche und zwei Randmaschen. Ich habe hier also 24, 25, 27 Maschen angeschlagen. Die erste Rückreihe strickst du eine Reihe rechter Maschen, also die Randmaschen stricke ich immer rechts, eine Reihe rechter Maschen nur am Anfang, damit sich das Muster nicht so sehr einrollt. Und dann kommt die Musterreihe. Es gibt nur eine Musterreihe. Dieses Muster ist sehr einfach zu stricken. Eine Randmasche, eine Masche rechts. Zwei Maschen rechts zusammenstricken, noch einmal zwei Maschen rechts zusammenstricken, dann dreimal ein Umschlag, eine Masche rechts, zweites Mal Umschlagmasche rechts, drittes Mal Umschlagmasche rechts, noch ein Umschlag, eine Masche heben, eine Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen, noch einmal eine Masche heben, eine stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Nun eine Masche rechts, die vergesse ich nämlich da, glaube ich. Da gehört noch eine Masche rechts dazwischen. Dann wieder von vorne. Zwei Maschen rechts zusammen, zwei Maschen rechts zusammen. Dreimal ein Umschlag, eine Masche rechts. Danach noch ein Umschlag. Eine Masche heben, eine stricken und darüber ziehen. Eine Masche heben, eine stricken und die gehobene drüber ziehen. Eine Masche rechts und daher habe ich jetzt schon wieder eine Masche übrig am Ende. Also du beendest die Reihe mit einer Masche rechts und einer Randmasche. Ich stricke da jetzt einfach zusammen. Die fehlt mir dann natürlich in der nächsten Reihe. Macht nichts. So, eine Rückreihe. Linke Maschen, also alle Maschen links, auch die Umschläge. Das ist die zweite Musterreihe. Danach wieder eine Hinreihe rechter Maschen. Das ist die dritte Musterreihe. Wenn du das Muster enger stricken möchtest, dann könntest du jetzt eine Rückreihe rechter Maschen stricken und danach wieder mit Reihe 1 beginnen. Ich mag es aber lieber ein bisschen weiter auseinander, ein bisschen lockerer, und daher kommt noch die vierte Reihe, eine Rückreihe linker Maschen. Die fünfte Reihe, eine Hinreihe rechter Maschen. Du siehst, es bilden sich hier leichte Wellen. Also ein ganz einfaches Muster, nur eine Musterreihe. Und nun in der sechsten Reihe eine Rückreihe rechter Maschen. Das bildet dann auf der Vorderseite eine krause Welle. Und nun beginnst du wieder mit der ersten Reihe, wieder mit der Musterreihe. Das heißt, die Reihen 1 bis 6 werden fortlaufend wiederholt, wobei nur eine Reihe eigentlich ein Muster ist. Also wieder eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammen, zwei Maschen rechts zusammen. Dreimal ein Umschlag, eine Masche rechts, danach ein extra Umschlag, eine Masche heben, eine stricken drüber ziehen, eine heben, eine stricken drüber ziehen, eine Masche rechts
und wieder von vorne. Zwei Maschen rechts zusammen, zwei Maschen rechts zusammen, Umschlag rechts, Umschlag rechts, Umschlag rechts, extra Umschlag. Eine Masche heben, eine Masche stricken und drüber ziehen, eine Masche heben. Ich habe natürlich wieder eine Masche zu wenig, weil ich ja eine Masche abgenommen hatte, fälschlich. Und jetzt zaubere ich da am Ende eine Masche dazu, damit endlich meine Maschenzahl stimmt. Na, ich stricke einfach die letzte Masche zweimal ab. So, repariert. Und nun wieder eine Rückreihe links und so weiter. Also die Reihen 1 bis 6 fortlaufend wiederholt. Wenn du das Ganze ein bisschen ähnlich als beidseitiges Muster stricken möchtest, dann ist die erste, du kannst dieses ganze Muster ein bisschen mehr kraus stricken, dafür hat es aber dann sieht es auf beiden Seiten gleich aus. Also die erste Musterreihe auf der Vorderseite, genauso wie vorher. Also die Musterreihe ganz genauso wie vorher in der Hinreihe. Ha, jetzt habe ich die richtige Maschenzahl oder doch noch nicht? Nein, noch nicht, aber jetzt. So, eine Rückreihe, die zweite Reihe linke Maschen, auch so wie vorher. Die dritte Reihe Hinreihe rechte Maschen, ebenfalls wie beim vorigen Muster. Und jetzt in der vierten Reihe, in der Rückreihe, wieder die Musterreihe stricken. Also wieder Randmasche, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammenstricken, zwei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein extra Umschlag. Eine Masche heben, eine stricken, die gehobene drüber ziehen, eine heben, eine stricken, die gehobene drüber ziehen, eine Masche rechts und wieder von vorne. Zwei Maschen rechts zusammen, zwei Maschen rechts zusammen, Umschlag rechts, Umschlag rechts, Umschlag rechts, Umschlag, eine heben, eine stricken, drüber ziehen, eine heben, eine stricken, drüber ziehen. Bingo, eine Masche rechts und eine Randmasche. Und nun wieder auf der anderen Seite. Nun wird eine Hinreihe linker Maschen gestrickt. Eine Rückreihe rechter Maschen. Und in der siebenten Reihe also da haben wir noch die rechten Maschen und in der siebenten Reihe in der Hinreihe wieder die Musterreihe stricken. Damit folgt hier das Muster wieder auf der Vorderseite. Also du strickst es einmal auf der Rückseite, einmal auf der Vorderseite das Muster. Und in diesem Fall werden jeweils die Reihen 1 bis 6 fortlaufend wiederholt. Also das beidseitige Muster kannst du sehr schön für Schals und Tücher verwenden. Und in einem separaten Video zeige ich dir, wie du eine Mütze in Runden strickst.